Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel Frauen, Kunst und Ruhm. Die Zentralbibliothek Zürich zeigt zurzeit die erste Gesamtwerkschau der Schweizer Künstlerin Viola Watter. Als ich im Rahmen der Vorbereitungen für diese Ausstellung einen etwas tieferen Einblick in Lavaters Werk erhielt, wuchs meine Faszination für diese facettenreiche Künstlerin. Ihre Auseinandersetzung mit der menschlichen Kommunikation und die Tatsache, dass sie mit ihren Symbolen eine Art neue Sprache erfand, finde ich ebenso spannend wie ihren Umgang mit ganz unterschiedlichen Materialien und Techniken. Dabei fragte ich mich, wieso erhält sie erst jetzt, 14 Jahre nach ihrem Tod, eine Gesamtwerkschau? Und wieso in der Zentralbibliothek und nicht in einem großen Kunstmuseum? Aber ich gebe zu, natürlich ist es ein Glück für die ZB, dass wir ihren Nachlass besitzen und dass wir diese spannende Ausstellung machen durften. Im Gespräch mit Carol Ribi, der Gastkuratorin unserer Ausstellung, die Sie nachher hier begrüßen dürfen, kam immer wieder die Frage auf, wie weit das Geschlecht von Viola Watter bei der Rezeption und bei der Überlieferung ihrer Werke eine Rolle gespielt hat. War es und ist es heute noch im Kunstbetrieb ein Handicap, wenn man eine Frau ist, habe ich mich gefragt. Und wenn ja, woran genau liegt das? Daher freue ich mich außerordentlich, dass wir diese Frage nun ins Zentrum des heutigen Podiums stellen dürfen und mit hochkarätigen Kunstexpertinnen diskutieren können. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe Escher Talk der Zentralbibliothek Zürich statt. Sie wird ermöglicht von unserem Gönnerverein GFZB. Und normalerweise finden die Podien in der Zentralbibliothek selber statt, in unserem Veranstaltungssaal, der nach dem Gründer der ZB, Hermann Escher, benannt ist. Heute gewährt uns das Museum für Gestaltung Gastrecht und dafür sind wir sehr dankbar. Und da Viola Watter ihre Ausbildung in der damaligen Kunstgewerbeschule Zürich absolviert hat, also der Vorgängerinstitution der ZHDK, sind wir eigentlich auch genau am richtigen Ort. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann auch im Nachhinein noch auf unserer Website angeschaut werden. Und nun freue ich mich sehr, Ihnen als erstes Carol Ribi vorstellen zu dürfen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und sie hat unsere Ausstellung über Viola Watter als Gastkuratorin gestaltet. Sie wird nun in einem Input-Referat ihre Überlegungen zu Frauen und Kunst mit uns teilen. Carol, bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum. Warum gab es keine berühmten Künstlerinnen und gibt es sie heute? Gewiss, verehrt und bewundert werden viele, einige haben es bereits ins kulturelle Gedächtnis von Wikipedia geschafft. Zum Beispiel Artemisia Gentileschi, Angelika Kaufmann, Rosa Bonheur, Ottilie Röderstein, Suzanne Valadon, Käthe Kollwitz, Sonja Delaunay-Terck, Marcel Kahn, Lee Krasner, Viola Watter, Merit Oppenheim, Cindy Sherman und viele, viele mehr. Ja, einige von diesen Frauen haben mit ihren Kunstwerken zu Lebzeiten viel Geld verdient. So zum Beispiel Cindy Sherman heute oder Rosa Bonheur im 19. Jahrhundert. Aber keine dieser Frauen ist so berühmt geworden wie ihre männlichen Kollegen Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Jackson Pollock oder Andy Warhol. Mit anderen Worten, in den Olymp des unsterblichen Ruhms gelangen nur Männer. Woran liegt das? Oder anders gefragt, wie kommt man eigentlich zu Ruhm? Seit der Antike gilt Ruhm als außergewöhnlich hohes Ansehen, das erreicht wird durch herausragende Leistungen und Eigenschaften. Mit Eigenschaften meinte man virile Attribute wie Tapferkeit, Selbstlosigkeit, Klugheit und Vernunft. Solche Charakteristiken konnten Frauen niemals zugeschrieben werden, denn
Ihre gesellschaftliche Position war außerhalb des männlichen Bereichs definiert worden. Ausdruck dieser männlichen Exklusivität war der Geniekult in der bildenden Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts. Auch wenn man nicht mehr von ihm spricht, prägt er bis heute das Bild vom Künstler. Es gilt nach wie vor, ein echter Maler oder Künstler ist nur jemand, der sich den Normen widersetzt, der aus sich heraus wirkt, genialisch, manisch, seine Werke trotz persönlicher Krisen und widriger Umstände erschafft. Denn er weiß, dass ihm der Ruhm gewiss sein wird, auch wenn er erst nach seinem Tod eintreffen wird. Wen erstaunt es dann, dass Frauen so lange nicht in diesen exklusiven Raum einzudringen vermochten? Denn zu diesem radikalen Denken und extravaganten Lebensstil passt nun wirklich keine Mutter mit mehreren Kindern, die von 9 bis 17 Uhr Kunst macht und danach die Kinder aus dem Kindergarten holt. Das bis heute gültige Bild des genialen, wenn auch oft verkannten und erst postum berühmten Künstlers ist zutiefst von einer sozialen Ungleichheit geprägt. Denn nur ein weißer Mann aus der bürgerlichen Mittelschicht vermag es und vermochte es, diesem Anspruch zu entsprechen. Auch heute gilt, die Mechanismen, die über die Zuteilung von Ruhm entscheiden, sind komplex und von sozialen Unterschieden geprägt. Neben institutionalisierten Ehrungen sind es vor allem die Herkunft, der soziale Status, die erreichte Sichtbarkeit, aber auch die öffentliche Meinung sowie die geführten Debatten und die daraus entwickelten Narrative. Gerade Letzteres ist für das Nachleben der Werke entscheidend, die verschriftlichten Narrative. Können bis über den Tod hinaus Wirkung entfalten, aber auch da gilt, dass sie an bereits vorhandene symbolische Vorstellungen anschließen und somit sich in einen Diskurs einschreiben, der von Ungleichheit geprägt ist. Also auch wenn heute eine Frau in den Olymp des unsterblichen Ruhms eingeschrieben werden soll, geschieht es entlang der exklusiven Rhetorik des Geniekults. Die zentrale Frage stellt sich heute wie damals: Wer bestimmt eigentlich, was und wie erzählt, wahrgenommen und weitergegeben wird? Wer dominiert den Diskurs und warum? Die erste Kunsthistorikerin, die sich solcher kritischer Fragen in Bezug auf Frauen in der Kunst angenommen hat, war die US-Amerikanerin Lynn Nochlin. Sie hat in den 1970er Jahren anhand von Biografien weiblicher Künstlerinnen gezeigt, wie Frauen vom Kunstbetrieb systematisch über Jahrhunderte hinweg ausgeschlossen wurden. Indem ihnen qua ihre weiblichen Natur die Fähigkeit abgesprochen wurde, in Kunstfächern zu exzellieren. Auch wurden sie bis Anfangs des 20. Jahrhunderts nicht bei kunstfördernden Institutionen zugelassen. Es gilt als historischer Fakt, dass in den meisten europäischen Ländern Frauen bis zum Ersten Weltkrieg das Handwerk der Malerei und des Zeichnens nur mittels Privatunterricht oder alternativ über den Umweg der Kunstgewerbeschulen erlernen durften. Der Zugang zu Kunstakademien war ihnen verwehrt. Die Kunstgewerbeschulen dagegen nahmen jeweils eine beschränkte Anzahl von Frauen auf, weil Frauen als Heimwerkerinnen gesellschaftlich anerkannt waren. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Malerinnen bis ins 19. Jahrhundert weitgehend aus Malerfamilien stammten. Das hatte zwei wesentliche Vorteile. Erstens, sie mussten nicht für den ersten Unterricht bezahlen. Zweitens, sie fassten durch den väterlichen Zuspruch erst den notwendigen Mut, um die Unwegsamkeiten des Berufslebens auf sich zu nehmen. Im 19. Jahrhundert war für Malerinnen wie Rosa Bonheur in Frankreich oder Ottilie Röderstein in der Schweiz die finanzielle und künstlerische Unabhängigkeit so wichtig, dass sie sich zu eigenständigen Frauenhaushalten zusammenschlossen, um den präfigurierten Rollen der Mutter und häuslichen Repräsentantin zu entkommen. Anfangs des 20. Jahrhunderts war es das Modell der Künstlerehe, die es Frauen oft ermöglichte, künstlerisch tätig zu bleiben. Den Preis, den diese Frauen, wie zum Beispiel Sophie Teuber-Arp, Erna Yoshida Blenk, Annie Albers, Lucia Moholy, Sonia Delaunay, Baria Lavata, dafür zahlten, war, dass sie als Künstlerinnen im Schatten ihrer Künstler-Ehegatten standen.
Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg und mit dem Erreichen des Frauenwahlrechts änderte sich die Situation in den meisten europäischen Ländern dahingehend, dass die Beschränkungen zu den Kunstakademien aufgehoben und die institutionellen Fördermittel zugänglicher wurden. Die Ressentiments blieben aber weiterhin vielerorts bestehen und verhinderten bis in die 1960er Jahre, dass Frauen im Kunstbetrieb gleichberechtigt in Erscheinung treten konnten. Umso wichtiger war für diese Generation von Frauen die Zugehörigkeit zu Künstlergruppen oder Verbänden sowie anderen Netzwerken. Auch wurde der liberalisierte Kunstmarkt und damit einflussreiche Sammlerinnen und Galeristinnen immer wichtiger. So brachten Lili Bliss, Peggy Guggenheim und Patty Parson weibliche Kunstschaffende erfolgreich auf den Markt, was die Existenz etlicher Künstlerinnen sicherte. Heute haben wir die Situation, dass an vielen Kunsthochschulen fast gleich viele Frauen wie Männer studieren. Aber Kunst von Frauen hat immer noch einen schweren Stand in den großen Museen heute. Heute steht die Frage der Sichtbarkeit im Fokus. Es gibt etliche Bemühungen nachzuholen, was so lange vergessen ging. Museen wie das Musée d'Orsay in Paris oder die Tate Modern in London bieten Führungen zu Frauenkünstlerinnen in ihren Sammlungen an. Monographien erscheinen, wie zum Beispiel aktuell zu Sophie Teuber-Arp oder Erna Yoshida-Blenk. Retrospektiven mehren sich. Dazu zählt auch die unsrige zu Varre Lavater an der Zentralbibliothek Zürich. Dennoch hinkt die öffentliche Debatte über weibliche Kunst hinterher. Ja, warum sprechen wir eigentlich nicht von weiblicher Kunst in Anführungsstrichen? Aus Angst vielleicht, sich durch das exklusive Frausein selbst auszuschließen. Aus Angst, die Ungleichheit, unter der wir leiden, zu bestärken. Aber liebes Publikum, sind diese Ängste berechtigt? Verstellen Sie nicht eher die Sicht gerade auf die immer noch bestehenden Vorurteile und Unterschiede? Selbst in meiner Forschung zu Varia Lavater musste ich mir von einem Kunstphilosophen anhören, dass Lavaters Künstlerbücher doch ein typisches Frauenformat seien. Klein, fein, fragil und bescheiden. Mich hat seine Einschätzung überrascht. Ich empfand sie als Vorurteil, das den Blick auf das Werk verstellt. Denn Lavaters Künstlerbücher lassen sich ja wunderbar ausfalten und sind im Durchschnitt 4 Meter lang, wie diese Fotografie zeigt. Hat die Künstlerin ihre Faltpapierwerke oft über und nebeneinander an Wänden in Galerien und Museen aufgehängt und damit ganze Räume gefüllt. Was bitteschön ist daran bescheiden oder fragil? Und dennoch blieb bei mir etwas von dem Vorwurf hängen. Die Produktionsbedingungen von Lavaters erster künstlerischer Schaffensphase sind gut dokumentiert. Anfangs 1960er Jahre besaß das Künstlerpaar Varia und Gottfried Honecker Lavater ein Atelier in Paris. Varias Bereich war auf der Galerie oben, wo ihr Werktisch stand, an dem sie arbeitete. Wie sie in ihrem Werktagebuch niederschrieb, kamen Malerfreunde eigentlich nie zu ihr hoch. Sie blieben unten und diskutierten über Malerei und die großen Formate der zeitgenössischen Kunst. Bekam dennoch einer der Gäste ihre kleinen Leporello-Entwürfe zu Gesicht, lächelte er angeblich und wandte sich dann wieder dem Gespräch unter Männern zu. So traurig dies klingen mag, es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es männliche und sehr einflussreiche Mentoren gab, wie Alfred Barr, Sam Francis und Adrien Maigt, die Lavaters Künstlerbücher außerordentlich schätzten und entsprechend förderten. Das Beunruhigende aber ist, dass in dem Vorurteil des Frauenformats ein Körnchen Wahrheit steckt. Denn die Zuweisung auf die Galerie geschah ja offensichtlich mit dem Argument, dass sie ja nur einen Tisch brauche, um künstlerisch arbeiten zu können, wohingegen ihr Mann mit seiner Malerei den größten Teil des Raumes in Anspruch nehmen dürfe. Hängt nun an diesem kleinen, abgetrennten Raum für die Frau auch eine Frauenrolle dieser Zeit? Vermutlich ja. Trotzdem wäre es falsch, das kreative Potenzial ihrer Kunst auf eine unfreiwillig eingenommene Frauenrolle zu reduzieren und damit zu verkennen. Es besteht kein Zweifel, Lavaters Kunstwerke aus den 1960er Jahren sind genial. Und sie sind es trotz der Umstände und Einschränkungen, die sie bestimmt haben.
Später in den 1970ern und 80ern hat sie die großen Formate nachgeholt. Auch die Bedingungen der Arbeitsräume haben sich ab Mitte der 60er Jahre für beide verändert. Jeder bezog ein separates Atelier, um sich möglichst nicht gegenseitig zu behindern. Anfangs der 70er Jahre kommt es zur Trennung des Paares, was bei Lavater mit einer neuen Schaffensphase zusammenfällt. Sie legt den Namen Honecker ab und nennt sich wieder Varia Lavater. Als ob diese neue, erlangte Identität ihr Aufwind geben würde, wendet sie sich mit viel Enthusiasmus und Energie neuen Formaten und Medien zu, wie der Paper Art, Filmen und Rauminstallationen. Die Rezeption von Frauen in der Kunst ist ein Balanceakt. Einerseits sind die Ungleichheiten herauszuarbeiten, die den Werdegang, die Schaffensphasen und die Rezeption bestimmen. Andererseits ist die Eigenständigkeit und Außerordentlichkeit der Werke hervorzuheben, die trotz aller Widrigkeit besteht. Umso wichtiger scheint es mir heute, dass wir über weibliche Kunst in Anführungsstrichen sprechen. Und dies, obwohl der Begriff ambivalent ist, ja sogar gefährlich. Gefährlich ist er deshalb, weil er riskiert, Vorurteile zu zementieren, indem er eine Kunstform erschafft, die es so nicht gibt. Es gibt keinen weiblichen Stil und keine weibliche Handschrift. Es gibt kein Kunstwerk, das qua seiner Beschaffenheit einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden könnte. Und dennoch unterscheiden sich die historischen und aktuellen Bedingungen des Schaffens, der Anerkennung und Würdigung, der Wahrnehmung und Rezeption von Männern und Frauen in der bildenden Kunst. Und diese Ungleichheiten wirken sich unverkennbar auf die Frauen und ihr Schaffen aus. Dennoch ist das Weibliche keine Essenz, die sich auf ein Werk übertragen ließe. Weibliche Kunst in Anführungszeichen ist ein Versuch, über die historische und aktuelle Position von Frauen im Kunstbetrieb nachzudenken. Wie gegenläufig Positionen innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb einer Künstlergruppe sein können, zeigt dieses Werk von Varia Lavater, das ich Ihnen zum Abschluss meines Input-Referates zeigen möchte. Es trägt den Titel Piktogramm 26, eine Lebensgeschichte, und ist 1977 entstanden. Zunächst fällt der Gegensatz im Titel auf, ein abstraktes Piktogramm mit einer Nummer und doch eine individuelle Lebensgeschichte. In einem für Lavater typischen Dreierschritt nähert man sich dem Werk. Zunächst erfasst man das in Offset bei Rudolf Keller in Zürich gedruckte Blatt in einen Gesamteindruck. Danach entschlüsselt man die einzelnen Zeichen anhand der Legende, unten links auf dem Blatt. Ein schwarzer Punkt steht für einen Rechthaber, ein schwarzer Balken für die Barrikade und die kleinen figurativen Schnörkel für die Rechtlosen. In einem dritten Schritt erfolgt die Analyse der einzelnen Abschnitte und des Bildverlaufs. Was wir hier sehen, ist eine diagrammartige Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse der letzten 1000 Jahre. Die Rechthaber befinden sich immer oben und sind in der Minderzahl. Die Rechtlosen hingegen leben unterhalb der Barrikade und sind in der Überzahl. Wer oben und wer unten ist, ändert sich über die Jahrhunderte hinweg. Waren es anfangs der Klerus und der Adel, sind es dann die Puristen und später die liberalen Bürger. Die Positionen sind innergesellschaftlich veränderbar. Aber in der Struktur bleibt die Ungleichheit über eine sehr lange Zeitspanne erhalten. Erst das letzte und unterste Bildsegment zeigt den vollständigen Durchbruch. Hier regieren gemäß Lavater die intuitiven Bürgerinnen und Bürger, die sich in dynamischen Kreisen bewegen und als gleichberechtigte, aber nicht gleichmachende Punkte darstellen. Diese Darstellung von 1000 Jahren gesellschaftlicher Entwicklung soll nun ja aber auch als individuelle Entwicklung gelesen werden. Was ist biografisch daran? Vielleicht ist es auch eine Darstellung des Emanzipationsprozesses, wobei die größte Freiheit in der letzten Lebensphase liegt. Es scheint, als ob im Alter Konventionen und zugeteilte Positionen eine immer geringere Rolle spielen würden. Ohne explizit feministisch aufzutreten,
deckt Lavater hier gesellschaftliche Missstände und individuelle Ungleichheiten auf. Wer ihr Werk kennt, weiß, dass sie die visuelle politische Zuspitzung und den Nonkonformismus liebte. In ihrem Buch Sketchbook, der Ungehorsame, das die abendländische Kunstgeschichte visuell nachzeichnet, dient ihr der berühmte Ausspruch von Oscar Wilde als Motto: Ungehorsam ist für den Geschichtskundigen die eigentliche Tugend des Menschen. Durch Ungehorsam entstand der Fortschritt. In diesem Sinne möchte ich Sie, liebes Publikum, dazu auffordern, seien Sie kreativ und ungehorsam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun darf ich die Gäste aufs Podium bitten und die Moderatorin Daniele Moschonico. Mikrofon, kommt. Ach, schön. Ja, vielen Dank. Sie sind Tochter, ist das richtig? Ja. Danke, Mama. Und ich darf noch kurz ein paar Worte verlieren zu unserer Moderatorin, Daniele Moschonico, die lange Jahre, 25 Jahre bei der NZZ war, aber auch bei der Zeit und heute bei den CH Medien. Sie war aber auch Schweizer Korrespondentin bei der Zeitschrift Emma und hat ein Buch zu starke Schweizer Frauen im Limmat Verlag veröffentlicht, das demnächst erweitert neu erscheinen soll. Und ich übergebe ihr das Wort und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Carol. Bevor du uns verlässt, muss ich ganz unbedingt gucken, dass ich noch eine wichtige Frage an dich habe. Eine entscheidende Frage, nämlich, was hältst eigentlich du davon? Also wir sind übereingekommen, dass wir uns duzen, weil wir uns kennen. Und dass wir Hochdeutsch reden, wenn jemand dagegen ist, kann man auch Dialekt. Also wie Sie mögen. Wir machen das jetzt mal auf Hochdeutsch. Carol, du jetzt als Frau und als große Maria Lavater-Spezialistin, du kennst ihr Leben. Was eigentlich hältst du davon, dass hier auf diesen tollen roten Stühlen nur Damen sitzen? Ich meine, salopp gefragt, dieses Podium haben uns ja eigentlich die Männer eingebrockt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt sollte eigentlich hier noch ein Bild erscheinen. Wieso tut es das nicht? Ich habe natürlich recherchiert und während meiner Recherchen habe ich ein ganz tolles Werk von Varya Lavater gefunden, eine kleine Zeichnung, die sie 1983, 25 Jahre Safa, im SRF-Fernsehstudio gezeichnet hat. Also sie saß da auf dem Podium mit anderen Frauen, die die Safa 1958 geführt haben, präsidiert haben. Und sie hat diesen Frauen zum Schluss, nachdem sie lange über die Safa gesprochen haben, eine Zeichnung geschenkt. Erst hat sie jeder von den Frauen einen Einfränkler
in die Hand gedrückt und gesagt, guckt, da ist doch die Helvetia drauf. Und wir sehen sie nicht, weil wir den Einfränkel täglich gebrauchen. Und ich möchte euch jetzt heute eine Helvetia malen, so wie sie da steht, aber anstatt einer Lanze möchte ich ihr ein Mikrofon in die Hand geben. Und anstatt eines Schildes möchte ich das Rote Kreuz ihr als Symbol geben. Also wie zwei Symbole, also das Internationale, die internationale Schweiz über das Rote Kreuz, die humanitäre Schweiz als Symbol der Frauenrolle, die sie auch gehabt hat, die sie in der SAFA auch, die Varia Lavater in der Linie in ihrem Werk herausgearbeitet hat, aber eben das Mikrofon. Und das war eben die Grundüberlegung, auf einem Podium braucht die Frau ein Mikrofon und ihre Stimme soll gehört werden. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass Männer, die auf einem Podium sitzen, sich fragen, warum sitzt da bei uns keine Frau? Das war so die Überlegung. Ganz herzlichen Dank für die Antwort. Danke. Und du sitzt uns zu Füßen und zur Verfügung, ja? Die Kamera hat dich im Bild. Wir können auf dich zugreifen, wenn wir dich brauchen und nicht mehr weiter wissen. Schlapp sind. Zuerst einmal ganz herzlich willkommen. Es freut mich sehr. Ich höre mich unglaublich laut, also wie noch nie in meinem Leben. Das ist toll, das tut gut. Ich wusste nicht, dass ich eine solche Stimme habe. Ganz herzlich willkommen zum Nachmittag. Das Wetter ist nicht toll, aber man könnte auch draußen sein, selbst wenn es regnet. Und dass Sie da sind, das freut mich. Ich freue mich über den Einzelnen und ich freue mich besonders über die zukünftigen Direktorinnen der ZB, die hier sitzen, die zukünftigen Direktorinnen des Museums für Gestaltung, die hier sitzen, die kommenden Rektorinnen der ZHDK, die hier sitzen. Ganz herzlich willkommen an Sie. Wir reden über eine ganz besondere Dreiecksbeziehung zwischen Frauen, Kunst und Ruhm nämlich. Und da möchte ich bin ja nur Moderatorin, ich stichle ein bisschen und dann sind da die weisen Damen, unglaublich tolle Berufskolleginnen und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich da daneben sitzen darf, dann sind Damen, die Auskunft geben. Also ich stelle als erstes vor, Dr. Corinne Linder-Sozek, zur Rechten, Kunsthistorikerin, Kuratorin. Und sie hat über die Schweizer Spätimpressionistin Martha Stettler geforscht, die man nicht so kennt, typischerweise. Und sie leitet in der Ernst-Göhner-Stiftung die Kulturförderung in der Abteilung Bildende Kunst und Musik. Willkommen, Corinne, wir sagen uns dann du. Danke. Dr. Annemarie Bucher in der Mitte, im nicht gepunktet, sondern gewürfelt. Gewürfelt. Kunsthistorikerin und ganz besonders Landschaftshistorikerin. Das geht zusammen. Frau kann das. Und sie ist Spezialistin in der Kunst der 50er Jahre. Und sie ist Dozentin hier an der Schule, also das gehört ja auch zur Schule, der Zürcher Hochschule der Kunst, Department Fine Arts. Und sie ist auch Dozentin an der ETH und sie ist Co-Direktorin, hat sie mir vorhin gesagt, deshalb muss ich das ablesen, von FOAFLAX. Das ist eine unabhängige Forschungsplattform, über die du dann gerne reden kannst, wenn du möchtest. Und zu guter Letzt Dr. Kathleen Bühler im wilden Outfit, Kunsthistorikerin, Dozentin, Kuratorin und Leiterin der Abteilung für Gegenwartskunst am Kunstmuseum Bern. Auffallend und mir besonders sympathisch, weil sie Frauen ausstellt. Sie stellt Frauen aus. Tracy Emin, Silvia Gertsch, Miriam Kahn hat mir eben gesagt, 2022 hat Heidi Bucher die Ehre bei ihr. Und wir könnten jetzt aufstehen und die Korken knallen lassen, weil du bist ab 1. September Chefkuratorin in Bern. Und bestimmt die erste Frau, die das ist, oder? Ja. Ja. Das ist eine neue Stelle. Ja, merci. Wunderbar. Wo beginnen auf dem großen Feld der Gesellschaftspolitik? Wir reden ja nicht über Kunst, obwohl Carol das wollte. Das tun wir nicht. Wir reden über Gesellschaft. Natürlich, weil Kunst ist ein Teil davon. Also, wir reden schon auch über weibliche Kunst, wie du das vorgeschlagen hast, später dann vielleicht oder je nachdem vielleicht ganz intensiv, wie die Damen das vorhaben.
Zuerst möchte ich fragen, das war nicht abgemacht, aber weil eben Kathleen jetzt an diesem Karrierepunkt ist, persönlich, wo hattet ihr denn in eurer Laufbahn weibliche Vorbilder? Also das ist ja wirklich das große Thema oder meiner Generation, ich denke unsere Generation, dass wir, also ich habe zum Beispiel im gesamten Kunstgeschichtsstudium an der Universität Zürich keine einzige Künstlerin je angetroffen oder von ihr vernommen. Das Lebendige. Tote Lebendige doch. Nicht und Tote auch nicht. Also es wurde einfach, es gab auch keine Professorinnen, es gab ein bisschen Assistentinnen, es gab keine Dozentinnen. Und Vorbilder in der Museumswelt, die gab es. Es gab große Direktorinnen, Katharina Schmidt in Basel oder auch in Lausanne. Aber es waren schon auch diese Themen, dass sobald es um machtvolle Positionen gab, dann war das in Männerhand und wenn es weniger Geld gibt, dann ist es in Frauenhand. Also das zieht sich ja bis heute durch. Wenn man die Museumslandschaft anschaut in der Schweiz, dann sind die kleinen Museen oftmals, außer Bern, ist eine schöne Ausnahme, vielleicht schafft es Zürich, dass dort, wo viel Geld ist, sind die Männer am Reden. Und deshalb hast du ja auch die Direktorenstellen hier an der Schule erwähnt. Und wenn es wenig Geld gibt. Und deshalb ist es so gut, die Skorin Sozek an einer Stelle, die Geld vergibt, denn da kann man lenken, da kann man Änderungen ermöglichen. Also das war wirklich ein Thema. Ja. Es gab wenig Vorbilder, das gibt viel Freiraum. Und man möchte aber auch nicht, wenn man mal Vorbilder findet, das ganze Leben damit verbringen, nur diese Vorbilder zu würdigen. Also als Kunsthistorikerin oder Kuratorin möchte ich auch nicht nur für Frauenkunst zuständig sein, weil das mich auch wieder in diese Schublade reinstellt. Also du hast die Pandora-Büchse jetzt aufgemacht. Ja. Ja. Möchte jemand von euch noch dazu was sagen? Also ich kann mich dem absolut anschließen, das Bild an der Universität, da gab es wenig Role Models auf der akademischen Ebene und auch auf der thematischen Ebene. Und das hat mich so ein bisschen auch getriggert. Es gab keine Themen. Künstlerinnen gab es nicht. Und es hat so langsam angefangen, dass man Künstlerinnen ausgegraben hat. Ich sage das jetzt extra so ein bisschen plakativ. Biografien erarbeiten musste, Werke erarbeiten musste, sie überhaupt sichtbar zu machen. Das war, glaube ich, mein Ziel damals, zu sehen, was gab es denn noch, außer die kanonisierten großen Themen. Und dann hat, also es hat so in den 80er, 90er Jahren auch ein bisschen angesetzt in der Kunstgeschichte, dass man begonnen hat, eine in Anführungszeichen weibliche Kunstgeschichte zu schreiben. Aber die war immer noch daneben, also neben der männlichen in Anführungszeichen, und die war sehr vorurteilsvoll behaftet. Also dieses Thematische war unbefriedigend und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass, was du ein bisschen gesagt hast am Anfang, wo orientiert man sich dann an der Karrierebildung? Dann macht man halt verschiedene Dinge nebeneinander. Tatsächlich, das war mit ein Grund. Also man hat sich nicht getraut, auf die Karte Kunst zu setzen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe dasselbe erlebt wie Kathleen, weil wir auch gleichzeitig studiert haben. Das Fehlen einer Professorin, die Frauen nur dann in kleineren Rollen mal irgendwo ein kleines Seminar geleitet oder so. Und ich meinerseits musste das wirklich im Selbststudium machen. Also vielleicht noch die historischen Künstlerinnen und Künstler, weil damals zu unserer Zeit gab es quasi keine Auseinandersetzung mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern. Das ist wirklich erst nachher gekommen. Man hat sich immer auf die historischen, also an der Universität Zürich, muss ich dazu sagen, man hat sich auf die historischen Künstler das Augenmerk gelegt und das andere musste man effektiv im Selbststudium machen.
Und das war für mich wirklich mit ein Grund, meine Lizenziatsarbeit und meine Doktorarbeit über eine Künstlerin zu schreiben, einfach weil ich das Gefühl hatte, auch ich hätte da auch eine gewisse Verantwortung, wenn es gute Künstlerinnen gibt, das auch wirklich versuchen, da meine das auszunutzen, diese Möglichkeit, das aufzuarbeiten. Frauen übernehmen Verantwortung. Ja, ich denke, das ist ein großer Punkt. Schön, ja. Schön. Weil du ja eben über Martha Städtler gearbeitet hast. Ich werde gleich darüber sprechen, das ist jetzt das Nächste. Das ist die Spätimpressionistin Martha Städtler, sie stellt sie vor, weil ich wollte Corinne eben als Nächstes fragen, gib uns doch bitte einen kurzen historischen Abriss über die Ausbildung der Künstlerinnen in der Schweiz anhand von Martha Städtler. Genau, also ich habe vielleicht noch kleine Klammer, ich habe über Germaine Richier meine Lizenziatsarbeit geschrieben, eine Künstlerin, die auch erst heute so ein bisschen bekannt ist. Und über Martha Städtler, über die Berner Spätimpressionistin meine Dissertation geschrieben, einen Werkkatalog über die Künstlerin geschrieben und durfte dann auch verschiedene Ausstellungen kuratieren vor 2018 im Kunstmuseum Bern. Wir haben uns geeinigt, dass ich diese Frage aufnehme, weil Martha Städtler 1870 geboren ist und dann sehr früh nach Paris ging. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit der Ausbildungsmöglichkeit in der Schweiz und für Frauen im Spezifischen in der Schweiz und in Paris habe ich mich auseinandergesetzt. In der Schweiz gab es damals keine öffentlichen Schulen. Es gab nur private Initiativen, wie eben im Kunstmuseum Bern, die Berner Kunstschule. Die hat Martha Städtler besucht und hat da auch ihre Lebenspartnerin, die baltische Malerin Alice Dannenberg, kennengelernt und war nachher ein Leben lang mit ihr zusammen. Das heißt, diese Schule an der Berner Kunstschule, die muss auch einen gewissen Ruf gehabt haben, sonst würde nicht eine baltische Künstlerin dahin kommen. Aber nachher zur weiteren Ausbildung sind die Kunstschaffenden nicht nur Frauen, sondern auch Männer, sind entweder nach Paris oder München oder Rom gegangen. Das, Und Martha Städtler ist als 23-Jährige, also als wirklich junge Frau, ist sie 1893 nach Paris gegangen und konnte nicht an die École des Beaux-Arts gehen. Die École des Beaux-Arts, das war die führende Kunstschule, klassische Kunstschule, die nur Männer offen stand. Die Frauen haben sich dann das erkämpft. Und um 1900 wurden sie dann offiziell zugelassen. Das heißt, erst später, also von der Verwaltung her wurden sie zugelassen um 1900, aber erst 1903 dann faktisch wirklich durften sie teilnehmen, als man beschlossen hat, dass die Frauen nicht beim Prix de Rome teilnehmen durften. Der Prix de Rome, das war diese wichtige Auszeichnung, wo man jahrelang in Rom sein konnte, mit einem Stipendium leben und arbeiten konnte. Und die Frauen mussten darauf verzichten, die Männer hatten wohl Angst. Und erst dann durften sie zur École des Beaux-Arts gehen. Martha Städtler hat also den klassischen Weg über eine private Akademie, die von Luc-Olivier Meursan, an die mehrere Schweizer Kunstschaffende zu dem gegangen sind, hat da weitergearbeitet und hat sich dann irgendwann versucht, selbstständig als Künstlerin einen Weg zu finden. Das hat für sie bedeutet, dass sie nach Ausstellungsmöglichkeiten für Frauen geschaut hat. Und sie hat dann 1902 die Anfänge der Académie de la Grande Chaumière mitbegründet und 1909 dann die Leitung dieser bedeutenden Akademie übernommen, die es noch heute gibt. Sag schnell, wer da alles ein- und ausging. Männer natürlich, aber wer, also kennen wir ja. Diese Akademie war ja eben Hollywood. Genau, das war die Akademie in im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und sie hat diese maßgeblich geprägt und geleitet
Und bis zu meinen Forschungen hat das niemand gewusst. Und das ist doch schon sehr, sehr erstaunlich. Und sie hat diese Akademie übernommen, 1909 offiziell, zu einem Zeitpunkt, als in der Schweiz das berühmte Diktum von Ferdinand Hodler gibt, der den Frauen den Zugang zur XAMBA, also heute Visate, zum Berufsverband für Künstler, Künstlerinnen, verwehrt hat mit dem Wort, wir wollen keine Weiber in diesem Verband. Ja, also sie hat sich selbst geholfen in einer eigenen Initiative und hat da Möglichkeiten für Frauen geschaffen auch. Das war, denke ich, auch üblich dann und ist so, dann hat sie zu einer gewissen Visibilität, dann ist sie gekommen und wurde dann, war dann auch zu Lebzeiten eine sehr bekannte Künstlerin. Ja. Vielleicht etwas gerne noch diese Spitze zum Berufsverband. Wie lange hat es gedauert, bis man gesagt hat, ja okay, Weiber kommt? Ja, genau gleich lang, bis die Frauen, bis es die Frauen geschafft haben, zu wählen und gewählt zu werden. Also 1971 erst mit Wilfried Moser, der war Präsident der XAMBA, der hat dann durchgesetzt, dass die Frauen wirklich auch in den Berufsverband eintreten durften. Also eine sehr lange Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank für die bitteren Informationen. Also wir sind mitten im Themenkreis Kanon, Olymp des unsterblichen Ruhms und weibliche Kunst. Denn die Frage ist ja, ist das Leben, ist die späte Rezeption von Varya Lavata, ist das was Exemplarisches für eine Künstlerin? Und wenn ja, weshalb? Und was erzählt es uns? Also, und ich würde gerne über heute reden, weil wir sind jetzt mit dir über ins Heute gelandet, im Heute gelandet. Wieso ist es denn von euch aus gesehen, die ihr Erfahrung habt, wie niemand in diesem Land, wie kaum jemand in diesem Land, für Frauen immer noch schwierig, oder ist es nicht immer noch schwierig, in diesen Olymp des unsterblichen Ruhms aufgenommen zu werden? Wo sind da die Fallstricke? Darf ich meiner Frage noch eine Beobachtung nachschieben, wenn ich hier in den Saal gucke? Ich denke, vielleicht ist das natürlich auch ein Thema unserer Generation, weil die Jugend hat das vielleicht gar nicht mehr. Aber gut, die hat dann ihr anderes Podium, ihr eigenes Podium, die Jugend. Jungen Künstlerinnen, glaube ich, haben heute ein anderes Selbstvertrauen oder ein anderes Standing, hoffe ich zumal. Sie sind nicht da. Wir sind auch nicht mehr jung. Ich bin es nicht. Gut. Die Frage, wo sind heute die Schwierigkeiten für weibliche Kunstschaffende? Ist es der böse Markt? Sind es die Gremien, die männlich besetzt sind? Okay. Also ich würde sagen, also ich habe mir zum Ziel gesetzt, jetzt einfach 200 Jahre lang das Gegenteil zu machen von dem, was bisher stattgefunden hat. Nein, man müsste es 2000 Jahre lang machen. Nein, wie soll ich sagen, es gibt, also wenn ich, die öffentlichen Institutionen, die können nur einen Teil der Arbeit leisten. Wir können natürlich mit unserer Sammlung so verantwortlich arbeiten, dass es nicht auffällt, dass nur 2% Künstlerinnen drin sind. 2%? Ich habe es mal durchgeschaut bei unserer Datenbank, wenn wir mal nach Geschlecht schauen, und da sind ja nur die zwei binären Geschlechter drin, also sind es etwa 2%. Und wie viele davon zeitgenössisch? Sehr wahrscheinlich 3/4 oder 4/5. Also einfach, das sind so die Verhältnisse, die wir antreffen in einem durchschnittlichen europäischen Kunstmuseum, denke ich. Und um das zu kompensieren, könnt ihr alle selber ausrechnen, wie lange wir jetzt nur Künstlerinnen sammeln. Ich muss sagen, ich habe das in den letzten 10 Jahren als Sammlungsziel so gesetzt. Ich kam mir zwar ein bisschen peinlich vor, dass man das so setzen muss, aber es war mal ein Anfang. Aber was ich schon auch sehe, das ist das eine. Aber dann gibt es die Privatsammler, und das sind meistens Männer. Und was kaufen die mit dem großen Geld? Und wer wird dann berühmt mit diesem großen Geld? Und wer kommt dann nachträglich ins Museum, weil eben irgendein berühmter Sammler das dann einem Museum schenkt? Das ist dann wieder, ein Sammler fühlt sich dann oftmals mehr gespiegelt durch die Themen, die von einem Künstler bearbeitet werden. Das sieht man an den großen, also an den Wegen, die zum Beispiel Künstler wie Jeff Koons
machen, oder? Das ist das, das imponiert irgendwelchen Privatbankiers, die dann solche manchmal ein bisschen spätpubertäre Ergüsse ankaufen mit viel Geld und wo es dann keine Rolle spielt, dass es noch 5 weitere von denen gibt. Also da gibt es auch so Mechanismen, die sind nach wie vor am Tun und die haben eine große Sichtbarkeit. Und es geht ja immer um die Sichtbarkeit. Dort haben aber eben die Museen wieder eine Möglichkeit, ein bisschen ein Gegengewicht zu schaffen, außer der Aufsichtsrat ist vor allem mit Männern besetzt, die sich dann fragen, weshalb haben wir keinen Jeff Koons, wo der doch so sichtbar und berühmt ist. Also die Frage nach der Wichtigkeit, die Frage nach der Sichtbarkeit und vor allem der Qualität. Wer bestimmt, was Qualität ist und misst sich die nach dieser Sichtbarkeit, die vom Markt dominiert wird? Markt ist nicht nur schlecht. Man kann ja vielleicht auch einen Markt schaffen jetzt mit solchen Ausstellungen, wer weiß. Also ich finde einfach, die Mechanismen, die sind am Tun und deshalb muss man auch als Kunstwissenschaftlerin oder Kuratorin schauen, dass man irgendwie ans Geld kommt. Also, weil mit Geld ist ein Kriterium, das alle verstehen. Und wenn man dort nicht mitmischen kann, hat man weniger Hebel. Wow, der Ball ist bei dir. Ja. Du sitzt auf dem Geld. Ja, nein, ich nicht. Also, du hast ich Verantwortung arbeite bei einer Stiftung. Genau, du hast Verantwortung über ein Budget. Genau, also mein Stiftungsrat, ich kann meinem Stiftungsrat das zeigen oder das Augenmerk machen, das mache ich natürlich. Also wir sind ja eine Förderstiftung, die reagiert auf Gesuche. Hast du eine Quote für dich selber? Nein, habe ich nicht, weil eben, wie gesagt, wir reagieren nur. Es ist selten, dass ich mal, also es kommt vor, dass ich mal jemand auch animiere, etwas zu machen oder dass ich dann bei Frauen eher mal coache und sage, das Telefon in die Hand nehme und sage, so gibt es leider eine Absage, aber man könnte noch das oder wenn das wirklich auch gemacht wird, dann probiert doch. Solche Sachen, das mache ich natürlich, selbstverständlich. Also, weil, und das ist mein Glück jetzt auch, dass ich mich eben schon so lange Zeit mit dem Thema auseinandersetze, dass ich dann, denke ich jetzt mal, auch das Potenzial einfach von diesem langen wissenschaftlichen Weg auch herkenne und da versuche, selbstverständlich Gegensteuer zu geben. Entschuldige, Corinne, dieses Coaching machst du unabhängig vom, also vom Geschlecht? Einfach, wo du Potenzial spürst, oder ist es verstärkt bei Frauen? Ich mache es schon, also, schön, gut. Nein, du musst es nicht, ist gut. Wir wissen es. Danke. Danke. Anne-Marie. Ich komme gerade von Diplomprüfungen von der ZHDK, dem Department Fine Arts, und wir haben etwa gleich viele Studentinnen wie Studenten. Auch bei den Dozierenden ist das relativ ausgeglichen. Wir haben eine Direktorin, zum Glück. Und wir sind in der Schlussrunde bei einer sehr sonderbaren Diskussion gelandet. Warum präsentieren sich Künstlerinnen anders als Künstler in diesen Schlussdiplomen? Und da hatte ich ein Déjà-vu. Ich habe mich mit Künstlerinnenbiografien beschäftigt, unter anderem sehr intensiv mit Verena Löwensberg. Und da gab es diesen Spruch, dass sie sich weigerte, theoretisch sich zu äußern. Sie kennen die Zürcher Konkreten, Sie kennen Max Bill, die zahlreichen Traktate oder Richard Paul Lohse, Camille Gräser, die sind alle über das Reden und über das in Erscheinung treten quasi aufgetreten, und Verena Löwensberg hat genau das Gegenteil gemacht. Und ich glaube, es ist nicht nur der Markt oder das größere Umfeld, sondern es sind auch mentale Programmierungen, die da mitkommen und dieses ganze Feld prägen. Also wir sehen das, ich habe das Gefühl, das ist nicht neu, aber das schwingt mit und das ist ganz schwierig zu benennen. Und da sind wir wieder bei der Sprache. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe es gemerkt, als ich mit Tracy Emin zusammengearbeitet habe. Da hat sie von sich selbst gesagt, ich habe im kleinen Finger mehr Männlichkeit als viele Künstler.
Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb sie sich auch auf eine sehr aggressive Art, auch wenn es sehr stark mit ihren leidvollen Erfahrungen zu tun hat, aber auf eine sehr starke Art platzieren kann. Und dasselbe ist bei Miriam Kahn. Mhm. Sie hat immer gesagt, ich möchte nicht Künstlerin werden, ich möchte Künstler werden, ich möchte Picasso werden, ich möchte die gleichen Privilegien, ich hätte auch gerne eine Hausfrau. Also ich denke mir, das sind so diese Art von, diese Art von Selbstverständnis oder von Power oder Durchsetzungskraft oder dann wieder männlichen Eigenschaften, egal wie man es nennen will, die helfen. Und es geht auch in die Forschung. Ich bin Teil eines Forschungsprojektes, eines Nationalfondsprojektes über die SAFA, über die zweite schweizerische Frauenarbeitsausstellung 1958 in Zürich. Und Varya Lavater hat da eine wesentliche Rolle gespielt. Und wenn man jetzt zurückschaut über Landesausstellungen, über Bauausstellungen, über alle möglichen Ausstellungen wurde geforscht und geredet und es gab Forschungsprojekte, es gab Gelder und wir hatten einen wahnsinnigen Kampf, bis wir dieses SAFA-Projekt auf eine Forschungsschiene stellen konnten. Es gab nicht Institutionen, die interessiert waren, also man musste da wirklich Werbung machen, dass das etwas Interessantes ist. Wäre man mit der Expo 64 gekommen, wäre das was ganz anderes gewesen. Ich glaube, es braucht ganz viel Werbung, Aufklärungsarbeit für diese Themen und für diese Forschung und für diese Sichtbarkeitsprozesse. Annemarie, noch eine Zwischenfrage. Du als jemand, der Einfluss an der Schule hat, in diesem Department Fine Arts, du erkennst jetzt also diese mentalen Programmierfehler in unser einer. Und was machst du damit? Ich meine, ist das ein Thema in der Ausbildung, dass es da falsche Verschaltungen gibt bei Frauen allenfalls? Also ich glaube, das ist ein großes Thema geworden. Wir sind von diesen Binaritäten, kommen wir immer mehr weg. Auch wirklich die Frage, in welcher Sprache benennen wir welche Dinge und warum, mit welcher Brille wird geschaut. Und dann kommt natürlich auch die Bewertung. Also die wo will man hin als Künstlerin? Mhm. Ist der Olymp noch opportun oder gibt es vielleicht inzwischen auch andere Lösungen? Es geht um Ruhm, um Sichtbarkeit, das will man, oder? Ich weiß nicht, ob dieses alte Konzept von Ruhm, Sichtbarkeit, Autorschaft noch so gut steht. Ich glaube, es gibt Alternativen, kollektiv zu arbeiten, wo man nicht mehr mit einem Namen in Erscheinung tritt, sondern wo es eigentlich mehr um Themen, Sachverhalte geht. Wie kann man die Welt verändern? Und das, wie kann man wirklich an diesen Schrauben drehen und gar nicht, wer dreht an den Schrauben? Ich glaube, diese Dinge sehe ich schon auch, die sind da. Kathleen nickt. Ja, also ich finde, heute ist ja eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit, so schwierig sie auch ist, weil ja gerade so eine Umdeutung von Werten stattfindet. Oder wir sehen, dieses und dieses philosophische oder weltanschauliche oder politische Konzept haben uns an diesen Moment gebracht, was Ressourcen betrifft, den Zustand der Welt, die politische, dann die sozialen Ungerechtigkeiten und so weiter. Und jetzt ist eine Chance da, dass wir das nochmals neu denken und korrigieren. Und das wird auch Einfluss auf die Kunst haben. Sicher. Und daher finde ich, dass im Rahmen dieser gesamten Neubewertung oder neu sich verorten bezüglich gewisser Ziele, die lebenswert sind für ein einzelnes Leben, aber auch als Ziel für eine Gemeinschaft, für einen Staat, wie auch immer, dass hier jetzt eigentlich ein sehr spannender Moment ist. Und daher kann man wirklich dann auch wegkommen von binären Themen. Aber natürlich, wenn ich jetzt auch wieder Künstler oder Künstlerin anschaue, die kollektiv arbeiten, dann braucht es einen Brand und dann ist das wieder ein Autorname. Also ich habe mit Thomas Hirsch schon gearbeitet und mit dem Namen Thomas Hirsch schon kommt man zu mehr Geld und dann kann man wieder mehr kollektiv machen. Mhm. Aber es braucht den Namen. Wenn man nur sagt kollektiv, dann ist das weniger stabil als Marke. Mhm. Mhm. Und das ist dann die Logik, mit der man eben auch arbeiten muss. Ja.
Ja. Siehst du das, Annemarie, auch so? Ja, also ich kann mich dem sehr anschließen. Das ist sehr verflochten und also es geht so ineinander über. Und es geht um Sichtbarkeit, es geht um Sprache und die Frage von Ruhm oder Ehre oder eben die Sichtbarkeit, das ist im Wandel, denke ich. Und es werden auch viele neue Formen ausprobiert. Und ich glaube, wir sind in einer Testphase, wo es darum geht, neue Regeln zu setzen. Bisher war es eigentlich immer so. Und die 50er Jahre, insbesondere waren die Frauen eine Ausnahme im Regelsystem, das männlich war. Und jetzt, glaube ich, gibt es sehr viele Ausnahmen, die drücken auf das Umschreiben der Regeln. Mhm. Und ich habe das Gefühl, oder ich hoffe es sehr, vielleicht, ich hoffe, es ist mehr als wishful thinking, dass wir da jetzt an dem Punkt sind. Mhm. Ich meine, der Umstand, dass auf den sozialen Medien gezählt wird, welches Museum wie viele Ausstellungen mit Künstlerinnen macht, das ist schon was Neues, finde ich toll. Also ich meine, ich habe ja bis etwa vor dem zweiten Frauenstreiktag gedacht, ich sei noch die letzte Feministin, die es gibt, und man getraut sich auch fast nicht, das zu sagen. Und seit es den zweiten Frauenstreiktag gibt, ist da wieder so ein Interesse, eine Bewegung, ein Engagement spürbar, was sich unter anderem an solchen Dingen äußert. Und ich finde das toll, so unangenehm das dann ist, Antwort stehen zu müssen. Aber das finde ich wichtig. Erfreulich. Ich bin eher überrascht, weil ich sehr skeptisch bin. Corinne, du wolltest aus deiner... Ich wollte etwas noch zum Kollektiv sagen. So, ich bin ja auch bei Kiefer Hablitzl in der Jury und wir haben da pro Jahr um die 280 bis 260 Einsendungen, also, die wir jurieren. Und genau das Thema mit dem Kollektiv ist immer mehr am Kommen. Es gibt immer mehr Kollektiv von Frauen oder gemischt oder Männern, die wirklich diese Autorenschaft, das verändert sich, glaube ich, auch. Ich denke weniger, dass es um Ruhm und Ehre geht. Ich glaube, das hast du zuerst gebracht, sondern ich glaube, es geht um Anerkennung und mit den Preisen. Das ist ja auch etwas Wichtiges, dass Frauen eben mehr Preise erhalten, weil Preise Sichtbarkeit bedeutet. Und mit dieser Anerkennung, denke ich, das ist wichtig für die Arbeit, das unterstützt die Frauen und das sind dann Vorbilder, wo wir wieder bei der Anfangsfrage von dir sind. Kathleen, weißt du, kennst du die Personalien oder die Namen des Gremiums, das dich gewählt hat? Ich frage mich, wie viele Frauen sitzen da? Also in der Findungskommission habe ich sie gesehen und es waren, also habe ich sie getroffen und es waren drei Frauen und zwei Männer. Hm. Ja. Schön. Ja. Überzeugende Frauen? Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja auch dieses Ressentiment, dass man sagt, oder ich sage so, seid ihr für die Quote? Also ich bin total für die Quote, genau wegen diesem Ressentiment. Genau. Dass man immer sagt, nein, die Qualität soll sich durchsetzen. Okay, und wer bestimmt eben was Qualität ist? Und wer hat das bisher bestimmt und so? Also das finde ich, auch wenn es nur eine Übergangslösung sein soll, dann ist es eine Übergangslösung. Aber machen wir es endlich. Also dann wären wir auch in der Politik weiter. Ja. Also ist das ein Thema bei euch im Museum? Ich muss es so sagen, wir schreiben das nirgends in kein Leitbild, aber ich als Kuratorin habe es mir seit den 90er Jahren zum Ziel gesetzt. Und zwar, weil ich eine enttäuschende Diskussion hatte mit einer Berufskollegin. Von einem Mann hätte ich es ja noch verstanden, aber von einer Frau habe ich es nicht verstanden, als ich sie fragte, wie sie es hält mit den Künstlerinnen. Und sie dann gesagt hat, ja weißt du, ich schaue nicht so darauf, ich schaue auf die Qualität. Dann habe ich mir gesagt, okay, eben, ich war leider damals nicht so schlagfertig und habe sie gefragt, was ist für dich Qualität und von wo hast du das? Aber ich habe dann für mich bestimmt, dass ich dann einfach darauf schaue, dass bei jeder Gruppenausstellung mindestens die Hälfte Künstlerinnen sind, ohne das zu deklarieren. Und dass ich möglichst schaue, dass abwechslungsweise Künstlerinnen und Künstler eine Retrospektive mit mir machen.
Ich weiß nicht, ob man es dann ganz durchhalten kann, denn zum Beispiel letztes Jahr habe ich mit einem afrikanischen Künstler eine Ausstellung gemacht. Gilt jetzt das auch schon fast wie eine Frau oder ist das noch Mann? Es ist kein alter weißer Mann, das finde ich schon mal ein Fortschritt, aber dann kommt man manchmal auch ins Gehege mit diesen eigenen Zielen. Aber ja, ich denke mir einfach, wir haben die Verpflichtung, nicht einfach so weiterzumachen wie bisher und zu tun, als wäre das normal. Ja, ja. Was denkt ihr? Ich schließe mich dem absolut an. Ja. Quote? Ja, nein. Ja, auf jeden Fall. Übergangslösung. Übergangslösung, weil du hast es gesagt, wir haben jetzt 2000 Jahre Erfahrung und jetzt muss man diese Erfahrung umsetzen, oder? Sind nur 2000 Jahre. Ja. Nochmals. Ja. Ja. Du bist dagegen. Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich denke auch, dass das sehr wichtig ist. Ja, tut mir leid. Wir sind uns einig insofern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Schweden oder Norwegen, irgend so ein Land hat diese Quotenregelung. Mhm. Und eben auch also als Übergang, weil es ja darum geht, auch den Frauen da zu helfen, sich da hinzustehen. Das, was du jetzt gesagt hast, auch in der ZHDK, deine Erfahrung jetzt im Jurieren, also dass man das auch aufbaut, dieses Selbstbewusstsein. Und das ist auch ein Thema bei der in der Jurierung bei Hablützel oder jetzt bei Ernst Göhner. Ist das ein Thema, dass man sagt, ihr müsst dann das Geld hälftig verteilen? Also bei Ernst Göhner ist das insofern kein Thema, wie gesagt, weil wir auf Suche reagieren. Ich kann nicht und wir nicht, die Frage ist, das nicht zu machen, gegenüber dem zu machen. So. Bei Kiefer Hablützel versuchen wir doch auch, das zum Thema zu machen in der Diskussion. Meistens ist es so, in den letzten Jahren war es eigentlich immer bis vor 2 Jahren war es immer eigentlich sehr ausgeglichen. Also wir waren selber eigentlich auch erstaunt, dass das so dann daherkommt. Die letzten 2 Jahre war es ein deutlicher Frauenüberschuss. Und wir haben dann das auch nochmal reflektiert, aber ja. Was ich ganz wichtig finde, ist diese Qualitätsdiskussion. Mhm. Qualität ist ja was Abstraktes und da gibt es Regeln oder gibt es den Kanon. Und ich glaube, die Qualität muss wie jedes Mal neu definiert oder mitdefiniert werden und nicht als Rezept angewendet. Und das ist halt viel Arbeit, jedes Mal zu fragen, was ist jetzt wirklich Qualität? Was heißt das ganz konkret? Du kannst dich nicht auf eben ein Rezept verlassen, nämlich das muss stimmen, der Punkt muss eingehalten sein und das und das und das, goldener Schnitt in der Fotografie oder sowas, sondern erklär mir, wie definierst du dann oder wie suchst du nach Qualitätskriterien? Also ich glaube, die künstlerische Qualität ist ein super gutes Beispiel für mich, nämlich, dass es Verhandlungsbedarf darüber gibt. Wovon gehen wir aus? Gehen wir von diesen binären Geschlechtern aus oder gehen wir von mehreren Geschlechtermodellen aus? Dann, was steht dahinter? Was für Prozesse stehen dahinter? Dann mit welche Ziele, welche Wirksamkeiten gehören dazu? Ich glaube, Qualität ist weit mehr als ein abstrakter Maßstab, den man mal hinhalten kann und sagen, okay, das passt, nein, das passt nicht und das passt wieder und so. Sondern Qualität ist für mich Arbeit an den Themen. Ich möchte vielleicht da schnell eine Klammer aufmachen. Zu Martha Stettler, hier entschuldigt das. Weil der Kanon, also die Frage, oder wer hat den Kanon geprägt? Und im Spätimpressionismus, im Impressionismus waren das wirklich die Männer, die das geprägt haben. Ich habe mir dann wirklich, das hat mir sehr große Lust im negativen Sinne gemacht, die ganzen Rezeptionen zu Martha Stettler durchzuschauen und das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und dann stand da wirklich mit einem fast männlichen Pinsel, hat sie das gemalt. Wenn man das nicht wüsste, dass das eine Frau ist, man hätte das nie gedacht. Also diese Kanonfrage, oder? Wer gibt das heraus? Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ganz kurz aus meinem Beobachtungs- oder Erfahrungskreis. Ich habe kürzlich wieder einmal eine
der Top-Shots-Galeristinnen international interviewt, ist hier in Zürich basiert, und die sagt mir, ich kann mehr Geld für männliche Kunst verlangen. Aber das ist ja genau das, oder? Wenn quasi die wichtigsten Sammler, die bedeutendsten Sammler, so wie halt auch die wichtigsten Wirtschaftskapitäne Männer sind, die mehr Geld zur Verfügung haben, dann kaufen die eher eine Kunst, die ihre eigenen Themen auch widerspiegelt. Und das ist vielleicht eher durch einen Künstler gegeben. Finde ich auch menschlich, ist auch okay. Aber ich denke, das widerspiegelt genau das. Hat es wirklich mit den Themen zu tun, mit der Themensetzung? Da zweifle ich. Themen, Umsetzung, Materialität, Stil, wirklich? Das Auftreten in der Öffentlichkeit. Branding? Also ich meine zum Beispiel ein Martin Kippenberger, der sich so quasi als grandioser Loser inszenieren konnte. Der hat vielen sehr mächtigen Männern eine Spiegelung gegeben, dass sie sich sympathisieren konnten mit ihm, weil sie ja eben so mächtig sind, ist das ihre Rock'n'Roll-Seite, indem sie Martin Kippenberger sammeln. Und ich finde, das ist auch menschlich, aber man muss es durchschauen und nicht einfach glauben, dass das irgendwie, dass es da irgendwie diese essentielle Qualität gibt, die man so festhalten kann. Und man merkt das übrigens auch sehr stark, wenn man sich mit interkultureller Kunst beschäftigt. Also wenn ich eine Ausstellung mache mit chinesischer Gegenwartskunst, dann bin ich ständig auf meine Qualitätsmerkmale zurückgeworfen, denn die sind westlich geprägt und die finde ich nicht unbedingt oder nur in einer speziellen Form von chinesischer Gegenwartskunst, die diesen Markt bedienen möchte oder sich darüber lustig macht. Und ich denke mir, das ist die Art, die wir uns heute im globalen Zusammenhängen angewöhnen müssen. Und die ist nicht sehr anders in den Fragen von geschlechtlich geprägten Vorstellungen. Darf ich das Stückchen Realität aus deinem Leben noch erzählen mit der aktuellen Ausstellung und die Rezeption darüber? Oh ja. Sie hat eine großartige Ausstellung kuratiert, koreanische, chinesische Kunst, stellt sie gegenüber eine unwahrscheinlich tolle, muss man sehen, hinfahren. Und die Bilder sind aus der Sammlung SICK. Also eine Ikone, ich meine, Herr SICK ist eine Ikone. Und was passiert in der Rezeption? Dann hast du eine Pressekonferenz, du stellst das den Journalisten vor und vielleicht auch den Journalistinnen, ganz bestimmt. Und was machen die damit? Die schreiben über den Herrn SICK. Aber dass sie die Aufstellung eingerichtet hat, oder? Hast du mir erzählt. Das ist das Star-System der Kunst. Star-System? Ja, genau. Deshalb glaube ich nicht anders an also ich, natürlich das Kollektiv, auf jeden Fall, aber das Kollektiv hat nicht den Glanz eines Joseph Beuys oder eines Kippenberg. Da habe ich meine Zweifel. Ja. Noch nicht. Also noch nicht. Ja, bei den Frauen, also auch die Namen, die du gezeigt hast, Carol, das sind sehr, sehr viele Künstlerinnen darauf, die haben ja auch sehr, sehr spät in ihrem Leben dann erst die Anerkennung bekommen. Also Cindy Sherman ist eine Ausnahme, aber zum Beispiel Louise Bourgeois oder also viele Künstlerinnen auch in der Schweiz, Helene Darm in der Schweiz zum Beispiel, also eben Varia Lavat. Ich meine, dann muss man einfach als Frau so viel länger Geduld haben, bis man dann die Welt endlich nachkommt und merkt, was geleistet wurde. Ja. Willst du noch was sagen? Für mich ist immer wichtiger geworden, die Ebenen im Auge zu behalten. Also es gibt diese Forschungsebene, dass wir zurückblicken auf eine Geschichte, die eben nicht nur wichtige Künstler in die Reihe stellt, also die Heldengeschichte, sondern dass da ganz viel auch an Kollektiven und von Künstlerinnen schon da waren. Dann das andere ist die Handlungsebene jetzt. Wie gehen wir ganz aktuell mit diesen Situationen um, in Ausstellungen, in der Ausbildung, in der Förderung? Und die dritte Ebene ist, wie kontern wir falsche, in Anführungszeichen, Rezeptionen? Also das, was du jetzt gerade eingebracht hast, dass man einfach, wenn man etwas an die Presse gibt, wird eine Geschichte gemacht. Und wie wird diese Geschichte gemacht? Können wir da inwiefern hast du Einfluss? Inwiefern hast du Einfluss? Inwiefern hast du Einfluss auf die Geschichtsschreibung deiner Karriere? Gut, ich frage mich, ob man Karrieren so planen kann. Ich meine, man kann einfach versuchen, das Beste zu machen und dran zu bleiben und kritisch zu bleiben. Kritisch sowohl gegenüber dem eigenen Erfolg wie Misserfolg, weil das ja Zuschreibungen sind von außen.
Und ich meine, da halte ich mich auch immer an den Künstlerinnen aufrecht, wo ich dann denke, hey, die hat durchgehalten bis 80, vorher ist es nicht fertig, also weitermachen. Oder das inspiriert mich dann mehr, als wenn ich zum 100.000. Mal die Geschichte von Gerhard Richter wiedergekäut sehe, der seine Verdienste hat, aber wo ich, ja, das mich dann auch ermüdet, weil es ja mich nicht abholt in meiner Geschichte. Der Einfluss, ich meine, ich versuche mir dann diese Journalistinnen und Journalisten zur Brust zu nehmen und mit ihnen gemeinsam durch die Ausstellung und ihnen ein exklusives Treatment zu geben, dass sie möglichst mein Narrativ aufgreifen, klar. Aber das ist natürlich anstrengend. Und wenn sie sowieso nur gleich mit dem Sammler reden möchten, dann ist und auch diese diese persönliche Betreuung, ja. Dieses zur Brust nehmen, das hat Erfolg? Also bei Le Ton hat es geklappt. Ich weiß nicht, wie du das selbst empfunden hast. Ja, die Zeitung hat das zur Brust nehmen nicht zur Kenntnis genommen, oder? Ja, nein, die eine nicht. Aber ich meine, du hast ja auch sehr positiv. Ja. Auch durch das Star-System hindurch gehört. Eben, also im Journalismus, man will eine Geschichte, man muss geklickt werden, man muss verkaufen, man muss sich verkaufen. Ich muss dich verkaufen. Was zieht jetzt? Zieht Bühler? Bühler. Sieht. Ja, ja, das, genau. Das ist die Realität im Kapitalismus, sage ich jetzt mal, oder im Wirtschaftsliberalismus, das sage ich jetzt mal. Und deshalb ist es schön und nett, wenn es Kollektive gibt und ich glaube und hoffe und setze auf die Kollektive. Mhm. Und letztlich, die Realität bis jetzt in meiner Erfahrung lehrt mich anderes. Es setzt sich durch, der sich Gehör verschafft. Oder wer einen langen Atem hat. Das heißt, du, Und ein langes Leben und gesund ist und lange arbeiten kann. Oder ein gutes Netzwerk hat. Netzwerk. Die Netzwerkfrage, denke ich, ist auch eine wichtige Frage. Die Verbände, Männer waren eben schon früher, schon länger auch vielfältig in verschiedenen Netzwerken tätig und Frauen sollten das noch mehr machen. Wie steht es um die Netzwerke in der Schweiz von Frauen? Wie gut ist man da? Oder ist man sowieso international vernetzt heute als zeitgenössische Künstlerin? Also ich glaube, die jüngeren Künstlerinnen und Künstler sind generell besser vernetzt, weil das fast schon wie eine, also mir kommt es manchmal vor, fast schon wie eine eigene Thematik in der Ausbildung schon ist. Man macht auch schon zusammen Ausstellungen, unabhängig von Ausstellungsräumen, also das, da ist wie ein, wobei vielleicht ist das auch das fehlende Wissen über die 50er und 40er Jahre, wo man das auch gemacht hat, aber nicht an die große Glocke gehängt. Aber dann ist es schon mehr Marketingbewusstsein, was jetzt dazu führt. Also ich finde, es gibt ja so eine Art Sisterhood, wo man wie sagen kann, wir haben Ähnliches erlebt, es gibt eine Basis, wo man, aber nicht nur, es gibt ja dann eben auch mehr Bissigkeit untereinander, kann es auch geben, aber es scheint mir, also die Pro Helvetia hat so ein Coaching-Modell ins Leben gerufen, wo quasi jüngere Berufsmenschen ein bisschen begleiten und coachen auf ihrem Weg und das ist ja auch eine Form von Vernetzung, das muss auch nicht nur unter Frauen sein. Ich denke mir, das ist immer gut, wenn man die Schule ist aufgerufen. Ich glaube, ich bin an einem guten Punkt für Vernetzung in der Ausbildung. Das, was du gesagt hast, dass sich die Studierenden sehr früh vernetzen und schauen, wo kann ich Allianzen bilden, das läuft eigentlich sehr gut. Und das hatten die Künstlerinnen der 50er Jahre nicht, also aufgrund der Ausbildungssituation mal sicher. Und dann in diesen Biografien finden wir eben diese isolierten Schaffensphasen, das hatte Verena Löwensberg, das hat Varya Lavater gehabt, viele andere auch. Und ich glaube, die Vernetzung, also das, was du jetzt angesprochen hast, Goris, ist ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht alleine fühlt und dass man Allianzen bilden kann. Es gab ja die Allianz, die Künstlergruppe Allianz in der Schweiz, das wurde sehr bewusst gemacht. Und ich glaube, mit diesen anderen Themen und mit diesem anderen Bewusstsein gibt es auch sehr viele Allianzen. Sie sind halt einfach noch nicht so sichtbar oder nicht sichtbar. Ich glaube, die Ausbildung ist ein guter Punkt. Ich spüre das auch, dass sich die Leute viel mehr vernetzen und das auch
kommunizieren. Also manchmal gibt es Rückmeldungen von Leuten 5 oder 10 Jahre nach dem Abschluss, weil das irgendwie noch funktioniert. Schön. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und dann geht es eben nicht um die Helden im Olymp und Autorschaft, sondern es geht um Wirksamkeit. Schön. Und das finde ich, eben diese Umlagerung, finde ich, scheint mir wichtig. Colin, möchtest du noch? Dann würde ich langsam abschließen. Noch ich eine habe letzte positiv zugenickt. Was wolltest du sagen? Ich habe nur positiv. Ein affirmatives Nicken. Eine letzte Fragerunde und dann würden wir das Podium ein bisschen bröselig machen und das Mikrofon, Irene Troxler von der ZB, spaziert mit dem Mikrofon durch die Reihen und dann kann jede und jeder sich äußern und Fragen stellen und kritisch sein und was auch immer. Wenn ich jetzt einzeln frage, jede antwortet, wie er möchte oder auch nicht, wann sind wir in dieser Frage, von euch aus gesehen, einen entscheidenden Schritt weitergekommen? Also in der Frage nach Geschlechterverhältnis in der Kunst und Bewusstsein für Frauen in der Kunst. Wenn es kein Thema mehr ist. Ja, genau. Dann haben wir es geschafft. Wenn es solche Podien nicht mehr braucht. Ja, ich habe zum Beispiel einmal, wusste ich im Kunstmuseum Bern, jetzt mache ich eine Ausstellung über Gender, aber ich mache keine Frauenausstellung. Denn das ist immer der Reflex Gender, dann sind es entweder Schwule oder Frauen. Also ich habe jetzt zugespitzt, vielleicht nicht politisch korrekt gesagt. Schwarze? Ja, also eben mit solchen so allgemeinen Begriffen ist es immer ein Thema. Aber dass sich der durchschnittliche, weiße, heterosexuelle, westliche Mann auch als Gender-Kategorie fühlt, das kommt nicht vor. Und deshalb habe ich eine Ausstellung über Männlichkeit gemacht, bei der die Hälfte von Künstlern und die andere Hälfte von Künstlerinnen. Toll. Und ich denke mir, solche Dinge, oder, dass das kein Thema mehr sein müsste. Genau. Denn das andere, was dann passiert, sind dann, dass man immer die Ausnahmen feiert und dadurch, dass man sie heraushebt, bestätigt man wieder, wie einzigartig dieser Weg war, was ihre Leistung nicht schmälern soll, aber es eigentlich den anderen symbolisiert, das kann eben doch nicht jede. Und das ist so eine Art von, ja, das ist schlecht für die Motivation. Also es kann beflügeln, aber es kann auch, wie heißen, es gibt nur wenige, die das sowieso schaffen. Und daher denke ich oft, man muss es tun, aber eben ungehorsam, subversiv, ohne dass es dann gleich als Thema mit immer portiert wird. Erledigt. Denn sonst mögen es auch die Männer nicht mehr hören oder die Frauen sowieso dann irgendwann. Was meint ihr noch? Also ich würde es gern auch verknüpfen mit anderen Diskriminierungsformen, also Ethnizität und oder alle Formen von Diskriminierung. Es ist Teil eines Ausschlussprogrammes, das, finde ich, müsste viel genereller angeschaut werden. Und wir wären dann an einem guten Punkt, wenn alle Formen der Diskriminierung gleichermaßen nicht mehr stattfinden würden. Also ich glaube, die Gender-Diskriminierung oder diese Diskussion, die wir jetzt führen, die könnte ja auch ausstrahlen auf andere Felder. Danke. Okay. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg da drin. Das, zumindest in den letzten paar Jahren ist das ein großes Thema geworden und ist es immer noch. Ich bin auch sehr dankbar, weil ich denke, es gab mal schon eine Müdigkeit, auch von jungen Frauen, die dann nicht mehr irgendwie die weibliche Form nehmen wollten, weil sie das langsam irgendwie ein bisschen langweilig fanden, und jetzt in den letzten paar Jahren ist das doch, wird das wieder selbstverständlich, dass man das macht und Wege sucht. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Und ich denke eben, es geht nicht nur um Frauen, es geht um alle möglichen anderen Gruppen von Menschen, wo man in einer Art Selbstreflexion auch immer wieder sich selber fragen muss, wo habe ich meine blinden Flecken, wo ist es für mich schwierig, wo gibt es für mich eine Möglichkeit, etwas dazu beizutragen. Ich würde das einen schönen Punkt finden, um hier aufzumachen, und vielleicht Frau Troxler, wenn, ja, da ist jemand.
Aber das wurde thematisiert, Monsieur. Nee, aber das wäre ja interessant, wenn da auch ein Mann quasi dazwischen noch säße. Entschuldigung, aber Sie haben das mitbekommen, dass wir das thematisiert haben, oder? Ich sage nur... Ich verstehe Ihre Position absolut. Doch. Eins, zwei, drei. Doch, wenn ich ganz nahe gehe. Ich arbeite zurzeit an einer Ausstellung, die im Winter an der Graphischen Sammlung gezeigt wird, über eine Künstlerin, die auch quasi irgendwie nie stattgefunden hat in der Schweiz, aber eine gewisse Berühmtheit hat im Ausland. Sie kommt aus Schwanden am Arsch der Welt, im Glarus, und hat da auch bis ans Ende ihres Lebens hat sie da gewohnt und gearbeitet. Die größte Sammlung ist im Metropolitan Museum of Modern Art. Hat sie einen Namen? Ja, der kommt noch. Ich will es noch nicht beeinflussen. Die größte Sammlung auf der Welt ist im Metropolitan Museum of Art, die jetzt im Herbst dann auch eine Ausstellung machen, die heißt Avantgarde British Prints. Und da ist sie ein Teil davon, weil sie an der Grosvenor School in London eine kurze Ausbildung genossen hat. Sie ging dann später auch noch nach Paris etc. Das Museum of Modern Art hat auch zwar nur ein Print von ihr, der war jetzt im letzten Sommer in der Ausstellung, 3 Monate, weil auf Papier, es handelt sich hier um Linolschnitte von Lil Judy. Außer ein kleiner Nachlass im Kunstmuseum Glarus gibt es in keinem Museum ein Blatt von Lil Judy. Die sind alle, also Victoria and Albert Museum, British Museum, Boston Fine Arts Museum, Cleveland und so weiter. Und auch in Australien ist sie versammelt, in Canberra etc. Interessant, es gibt ganz wenige Blätter, etwa 12 oder so, an der Graphischen Sammlung. Dann gibt es noch in der Sammlung der Stadt Zürich ein paar, etwa 6, und dann noch im Kanton. Aber sonst gibt es in keinem Museum irgendwas. Und die Frage ist, wieso das so ist? Nee, ich sage nur, bei ihr lief das quasi, obwohl sie das ganze Leben hier verbracht hat, lief das eigentlich nur übers Ausland. Die waren also, weiter. Was lief hier falsch in der Schweiz? Gut, gute Frage, schöne Frage. Das ist zum Beispiel eine Frage. Absolut. Ich merke auch zum Beispiel, ich bin sehr interessiert an Künstlerinnen, ich merke auch zum Beispiel, Mama hat das damit zu tun, dass sie am falschen Ort gezeigt werden. Ich finde zum Beispiel Annemarie von Matz, eine sehr wichtige Künstlerin, die eine Retrospektive hatte in Stans, und da hätte man unbedingt eine zweite Ausstellung anhängen müssen in Zürich, Basel oder in Bern, um der Dame eine Popularität zu geben, weil ich finde, sie ist sowas, das tönt jetzt ein bisschen, für mich ist sie sowas wie Frida Kahlo der Schweiz. Also was aber lief falsch? Die eine Berühmtheit ist, ja, aber Annemarie von Matt kennt nur ganz wenige. Kenner. Innen. Ja. Sie können aber, also dasselbe Phänomen ist, finden Sie ringsum in Europa, ich denke jetzt nur an die Kinetistinnen, die Damen gehen ja in die Abstraktion in Österreich und nicht die Herren, und Frau Klein, Frau Karlinski, Mai Ullmann, die wurden alle erst vor kurzer Zeit wieder gezeigt und so weiter, eine Katastrophe. Also,
Ja, bin ich absolut einverstanden. Ich finde es auch eine Katastrophe. Dieser Name Lil Judy ist mir bekannt, und zwar genau aus diesem Grund, weil ich eben immer versucht habe, eine andere Kunstgeschichte zu betreiben und da anders auf die künstlerische Produktion zu schauen. Und ich kann das nur unterstützen, aber das ist an der Tagesordnung. Ich glaube, genau das wollen wir ja ändern, dass das eben, dass diese Verspätung, dass diese Künstlerinnen nicht erst nach ihrem Tod entdeckt werden und dann in die Olymps eingebaut werden, sondern dass wir eine andere Sicht auf die künstlerische Produktion entwickeln zu Lebzeiten jetzt. Das, ja. Es gab ja nur Männer. Das ist ja gut, das ist ja wunderbar. Ja. Sie meinen, ich versuche nur so ein bisschen, wie funktioniert das alles zusammen, oder? Ja, und hier gibt es ja viele Leute am Museum, an den kleinen Institutionen sind viele Frauen, und da finde ich ja relativ wenig Forschung statt. Vielleicht das Mikrofon? Aber ich würde jetzt gerne diesen Moment des Mansplaining umkehren und zu einer männlichen Selbstkritik einladen. Sie müssen ja genau diese Beobachtungen an ein vor allem männliches Gremium richten, denn es waren ja die Zeitgenossen, die das nicht gemerkt haben. Sie können es ja jetzt nicht nur als Problem von Kuratorinnen und Kunstwissenschaftlerinnen auffassen, dass wir jetzt das korrigieren müssen, wenn Sie uns exklusiv diese Frage stellen. Es wäre ja jetzt eigentlich spannend, jemand, einen Zeitgenossen von damals dann, einzuladen auf ein Podium während Ihrer Ausstellung, um ihm genau diese Fragen zu stellen. Weshalb hat man sie übersehen? Das ist Merit Oppenheim auch passiert. Sie ist mit Harry Seemann befreundet gewesen in Bern und sie wurde nie ausgestellt. Sie hat Jean-Christophe Amann gekannt, er hat sie nie gewürdigt. Alle diese Top-Shots. Es wäre doch spannend, einmal das als Mann jetzt selber zu reflektieren. Mit was hat das zu tun? Also ich freue mich auf Ihre Ausstellung. Und ich freue mich auf Ihre Ausstellung und den Kontext, den Sie uns dann erläutern. Die Geschichte dazu. Schön, danke. Mhm. Mhm. Da ist noch jemand, ja. Also mir geht es als Künstlerin auch so, ich stelle vor allem im Ausland aus, publiziere im Ausland und in der Schweiz passiert nichts oder wenig. Jetzt bin ich 76 und werde zum ersten Mal im Kunsthaus Zürich ausstellen im Herbst. Ich sage immer, wenn man die Schweiz überlebt, überlebt man alles. Also in der Schweiz, als Mann oder Frau, als Künstlerin kann man sich nicht profilieren. Wollen Sie uns noch Ihren Namen noch verraten? Cornelia Hesse-Honecker. Ja, genau. Also ich hatte eine Einzelausstellung in der Grafiksammlung in der ETH, das war ein Lichtblick. Auch verwandt mit der... Ja, ich bin die Tochter. Sie ist die Tochter? Ja. Sie sitzt da. Schön. Also, was ich sagen wollte, ich habe vor einiger Zeit in einer Auktion, Internet-Auktion, Bilder von einer Frau Schnell Itten gekauft. Es sind 9 Bilder, sind gestickte Arbeiten. Und sie sind nicht gegenständlich. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich schön, diese Arbeiten dem Haus konstruktiv zu schenken. Was erfahre ich? Das geht nicht. Warum? Weil das SICK ein Punktesystem hat. Und diese Frau, von der es im SICK nur Jahreszahlen, eine Gruppenausstellung und sonst nichts gibt, hat nur einen Punkt und deshalb kann man sie weder ausstellen noch in eine Sammlung aufnehmen. Teufelskreis. Und genau diese Frauen, die keine Chance hatten, in der Schweiz überhaupt auszustellen, werden vom SICK nochmal abgestraft. Also ich habe gesehen, die Martha Stettler, die hat 3 Punkte.
Die Pippi Lotti hat 5, Löwensberg 5, Oppenheimer hat jetzt 5. Die Lil Judy hat 3 Punkte. Oh. Und Von Matt hat auch 3 Punkte. Also das heisst, diese Frau Von Matt und die Lil Judy, die haben keine Chance, hier in der Schweiz auszustellen mit 3 Punkten, ist man auf verlorenem Posten. Was sagt ihr dazu, die Museumsfrau? Also ich denke mir, da muss man wirklich im SIK nachfragen. Also Briefe oder einen offenen Brief, ich finde, wieso nicht? Diese Institutionen beziehen alle Subventionen, eure Steuergelder. Ihr habt Anrecht auf eine Antwort von Institutionen. Und das ist ja das, was ich toll finde heute, auch über Social Media. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, wir müssen dem antworten. Man kann es nicht immer sofort lösen, aber es wird auf eine Traktantenliste kommen und es wird thematisiert werden müssen. Und daher finde ich, das ist ja genau dieser Mechanismus, dass sie werden zwar schon antworten, dass das mit den Ausstellungspräsenz zu tun hat, aber genau, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber irgendwann gibt es auch dort wieder ein Podium, wo man das ein bisschen genauer anschauen muss und weitergehen muss. Aber wenn man nichts sagt und die Faust im Sack macht, dann passiert auch nichts. Deshalb sage ich, es ist immer gut, wenigstens sich zu melden und zu protestieren. Und je mehr sich dem anschließen, wir können gleich eine Unterschriftensammlung machen, desto mehr Gewicht hat es. Also nehmen wir unsere Rechte wahr oder unsere Macht. Ja, Corinne? Ja, ich denke, man muss das schon differenziert anschauen. Also das SIG, das sind ja Bearbeitungstiefen, diese Punkte, von denen Sie sprechen, das sind Bearbeitungstiefen und die natürlich, die Katze beißt sich in den Schwanz, die begründen sich auch damit, dass wie weit die Rezeption einer Künstlerin oder eines Künstlers ist. Und je nach Ausstellungsmöglichkeiten und Rezeption und auch Möglichkeiten vom SIG, weil sie auch nicht so viele, also ich nehme jetzt ein bisschen das in Schutz, weil ich das denke, etwas zu kennen, die Möglichkeiten da sind, dann für diese Kunstschaffenden einen Bearbeitungstiefe 3, was eben bedeutet, dass sie einen Artikel kriegen und dass sie dann auch Bilder kriegen. Ich glaube, das SIG bildet das nur ab, ja, was eben da ist. Das heißt, man muss schauen, dass diese Künstlerin eben Visibilität erhält und an Ausstellungen teilnimmt. Was eben falsch oder schwierig ist, ist, wenn sich das Haus konstruktiv auf dieses Merkmal abstützt und als Argument hervorgibt, nur etwas mit eben mindestens 3 vermutlich Bearbeitungstiefe dürfen wir in unsere Sammlung aufnehmen. Das finde ich schwierig. Und ich finde, das sollte man eben, wie du gesagt hast, das sind auch Steuergelder, also das sollte man eigentlich hinterfragen können. Ich glaube, was passiert ist, dass diese genau, Lil Judy hat jetzt schon 3. In ein Qualitätssternesystem, das eine eben, das ist es nicht, das ist eine Bearbeitungstiefe. Und ich glaube, da sind wir alle auch gefordert, mit solchen Sachen wirklich da das sichtbar zu machen und selbstreflexiv auch in unserem Arbeiten das anzuschauen. Carol? Ja, gerne. Ich würde gerne etwas sagen. Jetzt brauche ich das Mikrofon noch. Hallo? Ja? Okay, der Pfusit. Jetzt kommt's. Es kommt doch nicht. Doch, es kommt. Jetzt hören Sie mich. Die Problematik mit den Punkten beim SIK deutet eigentlich genau auf meinen Punkt, den ich stark machen wollte, wie die Narrative, die verschriftlichten Narrative und die Rezeption schwierig sind und immer noch von einem Diskurs oder von gewissen
Denkmustern dominiert sind. Und da kann ich leider das SIK nicht rausnehmen. Also die sind halt voll in dieser traditionellen Rezeption drin, im Sinne von, dass sie nur das eben widerspiegeln möchten, was sie lesen oder was sie hören oder was präsent ist. Und mittlerweile ist es aber so, dass sie tatsächlich als so ein Wertesystem auch bei Nachlassfragen gelten. Also wenn man einen Nachlass hat von einem Künstler übrigens auch oder von einer Künstlerin, dann wird sich jede Stiftung erstmal umgucken, gibt es einen Wikipedia-Eintrag oder gibt es einen Eintrag beim SIK, also in dem Künstlerinnen- und Künstlerkatalog. Und wenn es den nicht gibt, dann ist man schon mal unter den Tisch gefallen und vielleicht gibt es dann noch eine Ausnahme, dass man doch mal besichtigen kommt, wie der Nachlass ausschaut. Also das trifft beide Geschlechter in dem Fall, aber man könnte aber eben über die Rezeption, über die Wahrnehmung, was nach dem Tod geschieht, ist eben auch sehr wichtig, zu gucken. Zum Beispiel bei Varya Lavata, die hatte schon einen SIK-Eintrag, obwohl sie die Monographie noch nicht hat in der Breite. Also es gibt doch die Ausnahmen auch in diesen Formaten, die dann doch eben eine gewisse Macht haben, was die Rezeption nach dem Tod betrifft. Aber nochmal, ich glaube auch diese Bemühungen, ich fand das sehr herzrührend, die Kuratorin der Ausstellung zu Sophie Teuber-Arp hat in ihrem Video gesagt, ja, sie wollen jetzt die Sophie Teuber-Arp in diesen Olymp der klassischen Moderne einschreiben. Also wirklich einschreiben, dieses Einritzen, diese Geste von jetzt muss sie doch endlich rehabilitiert und wahrgenommen werden. Und ich glaube, da müssen wir auch mal uns anhalten und sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich da? Wir wiederholen eine Geste, die sich Jahrhunderte reproduziert hat. Wir gehen nämlich genauso vor, wie schon die Jahrzehnte davor, dass wir das Unikum, das Geniale, das Einzigartige suchen. Und das jetzt muss bewiesen werden, dass die Frauen das eben auch haben, dass sie eben diese Potenz besitzen und auch besessen haben. Und wir müssen jetzt rückwirkend sie krönen und so, und vielleicht müsste man hier mal Stopp sagen und sagen, hoch, was können wir ändern an dieser Form von Narrativität, von Diskurs? Lässt sich das überhaupt irgendwie verändern und in welcher Form? Ich meine, das kollektive Arbeiten ist interessant, aber eben die Kunstwissenschaft, beziehungsweise das, was dann darüber geschrieben wird, auch nach dem Tod, funktioniert immer noch ganz anders. Das sind wie so zwei Welten. Bitte. Danke, Carol. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist hier auf dem Tisch, das Thema der Nachlässe. Wer behält was? Und wer übernimmt das dann? Ich glaube, da sind wir wieder bei den Mindsets, dass Künstlerinnen viel mehr das Gefühl haben, ja, das muss ich gar nicht erhalten für die Nachwelt, das kann ich spülen. Und die Nachlässe als die Grundlage der Geschichtsschreibung, ob das jetzt Künstlerinnen Nachlässe sind, Architektinnen, ich meine, wir können in diesem SAFA-Projekt ein Liedlein davon singen. Wo sind die Nachlässe der Architektinnen? Von denen gab es viele und die haben gut gebaut. Um jetzt da einfach nur das Thema noch etwas nachzudoppeln, aber die sind nicht im GTA, die sind nicht in diesen Sammlungen, eben Lil Judy nicht in der Schweiz in den grafischen Sammlungen vertreten, außer mit kleinen Ausnahmen. Wie schreiben wir Geschichte? Wie gehen wir mit den Zeugenschaften um? Und was wird weggeschmissen, was wird nicht weggeschmissen? Ich glaube, da sind wir an einem so zum Urszenario, das wir, glaube ich, mal anschauen sollten. Warum? Also das SIK baut ja auf diese Vorstellung eines künstlerischen Nachlasses. Und alle Künstlerinnen, die ich angeschaut habe, die haben extrem wenig Nachlass, kaum Briefe. Die haben nicht jeden Gedanken notiert, sondern vielleicht ihn gedacht und das war wichtig, aber er ist nicht für die Nachwelt schon zum Vornherein geplant worden. Und ich würde sehr gerne auch an diesen Themen
rütteln. Wie schreiben wir Geschichte? Bitte, danke. Also das eine ist eben dieses Selbstverständnis natürlich auch, das Frauen haben und hineinbringen. Jetzt im Fall von Martha Stettler hat sie den größten Teil ihres Nachlasses selber vernichtet. Und wieso? Weil sie nicht, ja, ich kann nur Vermutungen anstellen. Und was vermutest du? Es kam damit zusammen, dass sie kurz vor ihrem Tod das Haus aufgegeben hat und mit ihrer Partnerin eine andere Wohnform nehmen wollte. Und da hat sie wohl sehr viel eben wirklich vernichtet. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, weil sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebte über 50 Jahre und das jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das möchte sie jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt noch ausgebreitet wird. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, eben auch wegen den Architektinnen und auch den anderen Kunstschaffenden. Es gibt ja seit ein paar Jahren jetzt diese Beratungsstelle für Künstlernachlässe, die wir auch sehr maßgeblich unterstützt haben. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja jetzt da viele auch formalisiert zu versuchen, zu unterstützen. Und das ist eines der wichtigsten Punkte, und das betrifft jetzt wieder dich, Annemarie, weil du ja in der Lehre jetzt mit den jungen Leuten arbeitest, mit den jungen Menschen, Frauen, Männer. Das eines der wichtigsten Punkte ist, das selber zu Lebzeiten zumindest einen Plan zu haben, also in Angriff zu nehmen, einen Plan zu haben, wissen, was will man damit machen und nicht einfach zu denken, ja, das kommt dann irgendwie und irgendjemand kümmert sich dann darum. Können Sie das wiederholen? Können Sie wiederholen, was eine Katastrophe ist? Können Sie das noch einmal wiederholen? Also, ich musste jetzt so lachen, dass man hier jetzt über Nachlässe spricht, weil meine Schwester und ich sind im Moment mit zwei Nachlässen belastet. Drei. Ja, die Großmutter auch noch, aber die war Schriftstellerin. Das ist nicht so schlimm wie Bilder. Und wir verzweifeln. Wir verzweifeln. Das kostet unendliches Geld, diesen Nachlass in Lagerhallen zu haben, zu schauen, dass es ausgestellt wird, sowohl von Varia wie von Gottfried. Ja, genau. Zum Glück haben wir ZB. die haben wirklich was ganz Tolles gemacht. Ich freue mich so jedes Mal, wenn ich in diese Ausstellung gehe. Wie heißt die Beratungsstelle für Nachlässe? Selbsthilfegruppe. Es ist SICK, also im Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, angegliedert. Das ist eben Beratungsstelle für Künstlernachlässe. Ja, genau. Weil, wunderbar. Echt, das ist einfach zum Untergehen, langsam, aber sicher. Es wird Ihnen geholfen. gibt es noch etwas, jemanden, eine Frage, eine Kritik, eine Antwort? Einen Wunsch, Carol, einen Wunsch, etwas zu formulieren? Nein? Und hier auf dem Podium? Ist es gut? Dann würde ich abschließen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Anwesenheit. Ich fand das unglaublich spannend, lehrreich. Schön, dass Sie da waren. Jeder Einzelne freut mich. Und danke für die wunderbaren Berufsfrauen, Kolleginnen, Expertinnen. Es war sehr schön. Und das zweite Podium, Frau Troxler von der ZB, geht über Künstlerinnen-Nachlässe, oder? Ja, Sie werden dann wieder eingeladen. Ja, schönen Nachmittag miteinander. Danke vielmals.